Ja, liebe Leute, ist es euch auch schon in Gedanken, dass alle Preise gestiegen sind mit Figuren? Und ich fürchte manchmal, das Sammeln wird langsam teurer. Hi Fans, willkommen auf meinem YouTube-Kanal, hier zu einem Video, was ich auch mal gerne machen wollte. Das haben wir auch sehr, auf dem Banner habe ich ja schon gesehen, dieses Video. Ich wollte mir gestern eine Figur kaufen. Ich war gestern in der Stadt und ich musste sie in die Stadt, weil ich so zum Optiker muss, weil eine Brille. Ja, werde diese 48 und gehe auf die 50 so und ich brauche eine Brille. Ja, irgendwann geht alles nicht mehr, ne? Und da habe ich gedacht, komm, gehst du mal früher. Ich habe meine Frau noch getroffen, wollte noch was anderes erledigen. Und dann bin ich erstmal mit der ersten Gang Berliner Allee. Magic Store bei uns in Düsseldorf ist ein Comicladen. Da habe ich schon müssen zum Teil früher auch meine Figuren geholt. Und ja, auch schon alles reduziert. Das ist nur eine Seite. Früher haben sie eine ganze Wand gehabt. Ne? Kann ja auch bestimmte Gründe haben, wo alles reduziert ist. Weil die Preise sind ja auch gestiegen. Bei figurenmäßig ist mir aufgefallen. Und auch seit Corona muss ich sagen, als die letzten 3 Jahre kommt auch sehr, finde ich persönlich, in sehr viele Comicläden sehr wenig Figuren rein. Das kann natürlich auch sein, dass der Onlinehandel stärker ist. Das wird auch mit Sicherheit sein, weil im Online kriegst du Massenfiguren zu kaufen. Ob es bei eBay ist, ob es bei Amazon ist. Oder auch andere Kaufland gibt es, kriegst du auch sehr viele Figuren. Otto Sand hat auch Figuren, da kriegst du überall Figuren zu kaufen im Internet, die du bestellen kannst. Aber es gibt auch natürlich auch billige Geschäfte, so wie TG Maxx oder halt Action, wo du manchmal auch ganz günstig sogenannte Figuren kaufen kannst. Ist für uns Sammler natürlich auch nicht schlecht, da freut man sich. Weil ich kenne jemanden, der hat auch letztens da ein paar Black Series-Figuren gekauft für einen ganz guten Preis. Im Facebook wurde schon mal gekündigt, 6,95 oder bei ca. unter 10 Euro ging eine Figur weg. Das ist natürlich ein Mordspreis, wenn du 4, 5 Figuren auf einmal kaufst, dann hast du einen guten Preis für, ne, erstattet. Da hast du eigentlich schon die ganze Glasvitrine voll. Aber wenn man so überlegt, früher. Eigentlich darf man nicht mehr zurückblicken. Man muss eigentlich normalerweise jetzt gucken, wie es jetzt ist. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, die Zeit von früher, wenn Mutter oder Oma mit dir in der Stadt gegangen ist, Jung, du kannst dir heute mal was kaufen, was möchtest du? Eine Figur. Okay. Welche willst du haben? Entweder war es He-Man oder war es Star Wars? Die Zeit Star Wars war ja auch, natürlich auch Lego war natürlich der Begriff ganz groß. Aber wenn man überlegt, als Kindheit war die Wand voll. Da ging es an Star Wars, He-Man, dann gab es noch diverse andere Figuren, die du gar nicht kennst. Der eine hat drei Arme, vier Arme, Beine, keine Ahnung. Aber die hatten einen guten Preis und du hast sie gekauft. Natürlich früher als Kind hast du nicht gesammelt, hast gespielt. Wenn das heute wäre, das wäre ein Traum für jeden Sammler. Und ich habe mich früher immer gefreut, als dann bist du mit der Tüte nach Hause gegangen, du hast dich gefreut, du hast gläserne Augen vor Freude gehabt, ich habe mal wieder eine schöne Figur bekommen. Man ärgert auch natürlich, dass man früher alles abgegeben hat. Heute würde es alles festbehalten, weil würde alles in meinen Glasvitrine stehen. Die alten Figuren haben ja auch mega Wert. Aber wenn man heute überlegt, du guckst im Internet, du bestellst eine Figur, und dann entweder hast du Pech, ist sie Paket beschädigt, ist ein Loch drin oder halt ist es nicht die richtige Figur oder es ist eine Kopie, da ärgert sie sich manchmal schwarz. Du hast dafür Geld bezahlt, da wäre ich lieber in ein Geschäft gegangen, dann wäre es nicht passiert. Zweithäuser gehe ich auch gerne rein, am Schlachthof war Schlange nicht mehr, aber die haben also auch sehr viel Angebote, aber auch da wird sich sicher irgendwas ändern. Ich vermisse manchmal die Zeit, ich gehe in ein Geschäft. Ich gehe in den Chef, gucke mir die Figur an, die gefällt mir. Und dann hast du manchmal, ach, die gefällt mir auch, die ist sogar im Angebot, die kostet vielleicht 10 Euro, die nimmst du dann mit, gehst an der Kasse, gibst du deine EC-Karte oder dein Geld ab und dann gehst du nach Hause, hast eine Tüte und bist sowas von stolz, gehst nach Hause.
Das war damals, als 2015 das Erwachen der Macht im Kino kam. Da bin ich in den Schlachthof gegangen. Da hatte ich noch Kylo Ren geholt. Da habe ich mich sowas von gefreut. Und dieses Gefühl hast du da nicht mehr, wenn du Internet kaufst. Klar, du freust dich trotzdem, wenn du die Figur bekommst. Aber dieses Gefühl, du gehst da hin und du guckst manchmal im Geschäft, oh, du hast so viele Figuren, da kannst du dich gar nicht entscheiden. Aber das ist manchmal eine große Freude und die fehlt irgendwann. Aber gut. Es ist halt so, wir müssen uns mit der Zeit abfinden. Die alte Zeit gibt es nicht mehr. Wir müssen uns leider darauf einstellen, dass wir irgendwann noch entweder am Tablet oder per Smart-Uhr was bestellen und es kommt dann irgendwann die Tage an. Ist halt so. Aber ich muss aber auch sagen, die Preise sind auch nicht gerade waagemäßig im Internet. Manchmal sind sogar Figuren teurer wie im Laden. Das habe ich letztens auch gemerkt. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Weingeschäft kostet zum Beispiel die Uhr, die Figur. Die Figur, sage ich jetzt mal, ich sage mal einen Preis, ich sage jetzt mal ein Beispiel, 21,95 und im Internet kostet sie 3 € mehr oder sogar manchmal 5 bis 6 € mehr. Da denkst du manchmal, okay, wo sollst du denn jetzt kaufen? Sollst du jetzt in deinem Geschäft gehen oder im sogenannten Internet. Und das ist manchmal so ein bisschen, es kann ja auch natürlich die Versandkosten sein. Manchmal in manchen Plattformen ist ja Versandkosten frei. Aber dann natürlich bestellst du die Figur, welcher Lieferservice? Kommt DHL oder die anderen? Dann musst du natürlich aufwarten. Manchmal bist du zu Hause und die tun die Pakete nicht abliefern, obwohl du zu Hause bist. Das ist bei uns auch schon passiert. Eine Frau ist zu Hause und der gibt das sofort da hinten ab. Und muss am nächsten Tag wieder abholen. Da ärgerst du dich manchmal auch. Und sowas hast du manchmal im Geschäft, wenn du im Geschäft gehst, überhaupt nicht. Du gehst im Geschäft rein, du kaufst dir deine schöne Figur und du hast es. Und das ist die große Freude. Aber gut, ist halt so. Aber dass die Preise auch gestiegen sind, können wir auch nicht dafür. Ne? Durch den Krieg zum Beispiel, die Ölpreise sind ja auch gestiegen, weil Plastik wird ja von früher in der Schule gelernt, aus Öl gewonnen. Und die Preise steigen ja auch. Die Steuern. Überhaupt alles wird erhöht seit Corona. Und kommt ja alles aus China. Ne? Ist ja alles im Fernen Ost. Und seit Corona ist so alles so ein bisschen anders geworden. Es kann natürlich auch sein, dass sehr viele Geschäfte ihre Figuren nicht richtig mehr kriegen, richtig. Und dann haben sie dann nur das, was sie im Laden haben. Und das fehlt natürlich auch. Und da wird natürlich auch so anscheinend so Einschlagkrise kommen, wo wir dann so ein bisschen sagen, jetzt kriege ich doch meine Figuren noch im Online. Soll ja auch sein, so in der Zukunft. Aber manchmal trotzdem im Geschäft gehen und sagen, pass mal auf, ich will da meine Figur kaufen. Zum Beispiel die Figur der Batman. Diese große Standfigur, die natürlich nicht beweglich ist. Die habe ich bei den sogenannten Berliner Allee Magic Store geholt. Die hat gekostet. Ich glaube 49,95 war das, meine ich, gewesen. Und im Internet war es noch teurer. Da war es manchmal 59 und diese Figur habe ich mir geholt. Und da wisst ihr, was ich für Gefühle hatte, die ich mir nach Hause kam? Meine Frau hat zu mir gesagt, komm, kauf sie dir, kauf ihn und hast sie ihn. Und jetzt gibt es diese gleiche Größe auch jetzt zum Beispiel von gleicher Firma, DC Multiverse, die jetzt hier Michael Quaiden, der Flash, der Batman, kostet 79 95. Da habe ich gesagt, okay, wieso ist denn der jetzt teurer? Weil er jetzt neu ist oder genau gleiche Größe? Ja, ist halt so. Unser Hobby ist teurer geworden. Das ist aber genauso auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Bauen und Basteln tue. Werkzeuge sind auch teurer geworden. Material ist teurer geworden. Ich bin schon seit langer Zeit, ich brauche neue Gewindebohrer, alles Mögliche. Mittlerweile merkt langsam auch, deswegen kommen auch so wenige Videos von mir zum Bauen, weil mir geht das Werkzeug aus. Ein Gewindebohrer kostet auch, ein kleiner Gewindebohrer zum Beispiel, kostet auch jetzt 5 €. So ein kleines Ding. Und wenn du falsch an, ist der kaputt. Dann hast du die 5 € im Wind geschossen. Segelwetter. Diese ganzen Segelwetter, die ich habe, die gehen nur kaputt. Das war früher nicht so. Außer natürlich die schwarzen jetzt hier von Center Shop, die halten etwas länger und sind auch gut. Ich bin froh, dass ich die habe. Sonst wüsste ich gar nicht, wo ich mit Sägen tue. Früher habe ich sie im Baumarkt geholt, die goldenen Teile.
Aber jetzt mittlerweile gehen die auch ratzefatz, sind die durch. Und deswegen muss man überlegen, ob man sich ein anderes Material sucht zum Bauen, weil ich kann auch nicht mehr irgendwann so bauen, wie ich es gerne haben will. Es gibt also nur ein bisschen ein paar Probleme mit irgendjemandem. Ich muss mir langsam mal was Neues einfallen lassen, um meine sogenannten Baufilmrequisiten euch zu zeigen, wie ich es baue. Weil natürlich wird ein Material nach einer Zeit schwer. Aber da habe ich nichts zu tun. Aber die Kosten, die steigen. Und viele wissen auch, manches Hobby ist teuer. Ob jetzt jemand zum Beispiel das machen, dies machen, am Auto bastelt oder ich weiß nicht, andere Sachen. Auch 3D-Drucker zum Beispiel. Ich möchte nicht wissen, was so eine Rolle kostet. Ihr wisst ja, der liebe Tom hat mir eine wunderschöne Figur und einen Helm gemacht. Aber das sind Kosten auch. Und das muss ich sagen, in den nächsten Jahren, da werden wir auch überlegen, machen wir das überhaupt noch oder machen wir es nicht? Also dieses Video möchte ich euch nochmal ganz nochmal hinweisen, dass die Preise für mich persönlich ganz gut gestiegen sind. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber könnt ihr das ja in meine Kommentare reinschreiben, wie ihr das findet, ob ich mich vertan habe oder ob ihr mir zustimmt. Mike, du hast recht, aber ich habe euch auch das Problem. Aber trotzdem ist halt so, weil man muss eins bedenken. Das Schönste ist immer, wenn man was kauft und man bekommt es, so mehr man haben will, da freut man sich. Da hat man die gläsernen Augen als vor Freude, wie früher, dass Großmutter oder Mutti mit dir in die Stadt gegangen sind. Jung, kauf dir das. Du gingst mit Mutti nach Hause, in die Tasche und du weißt ganz genau, du hast deine Figur hier drin in Tüte und du hast die Tränen in den Augen gehabt vor Freude. Und dieses Gefühl darf keiner verlieren. Im Sinne euch allen einen schönen Tag. Euer Mike, bis dann. Und wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen oben, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Im Sinne euer Mike, ciao.